Hallo Freunde von Mittelstadt TV und Freundin. Ja, heute geht's weiter mit Teil 4 des Industriegleis bearbeiten. Das heutige Thema ist eigentlich die Begrünung. Auch wenn ihr jetzt hier gerade seht, dass ich das Lügleis am Schottern bin, um es vielleicht nochmal zu zeigen. Was ich ja schon damals sagte, ich schotter von innen nach außen und dazu verwenden wir halt eine Portionierschippe, einen Schotterbesen, einen Borstenbesen, der etwas härter ist, und einen Borstenpinsel, der ja relativ weich ist, um so Steine, die noch auf den Schwellen sind, dort runter zu fegen. Und mit den härteren Pinsel kann man natürlich auch schön Steine, die auf den Rangierweg gelandet sind, wegfegen. So, hier nochmal der Kleber. Auch hier, wie gesagt, von innen nach außen. Wobei, wenn ihr jetzt mal genau drauf achtet, hier im vorderen Bereich könnt ihr sehr schön sehen, der Kleber ist so schön flüssig und hat ein so gutes Fließverhalten, dass der halt durch die Unterbrechung der Schwellen nach außen hin fließt und dort direkt den Schotter mitklebt. Ja, aber das soll es auch nur noch mal am Rande gewesen sein. Und wir kommen jetzt zur Begrünung. Ihr seht, wir streichen die Fläche jetzt erstmal ganz normal mit stinknormalen Ponal ein. Und dann seht ihr dieses Schnapsgläschen. Und da kommen wir wieder, was ich schon in Teil 3 sagte. Benutzt doch einfach mal auch Materialien aus der Natur. In diesem Schnapsgläschen ist ganz stinknormale Muttererde. Mit dieser Muttererde schaffe ich erstmal eine Grundsubstanz, um dort das Grün aufzubringen. Jetzt werden viele vielleicht sagen, oh nein, Muttererde, Bazillen, Insekten und was da noch alles so drin ist. Ja, man muss natürlich die Muttererde schon mal ein bisschen bearbeiten. Das heißt also, schön auf einem Backblech bei 80 bis 100 Grad eine gute Dreiviertelstunde bis Stunde backen. Und schon ist alles, ja, in dem Sinne hygienisch. Da braucht ihr euch also keine Sorgen machen. Diese Verfahren benutze ich schon seit zig Jahren und es ist noch nie vorgekommen, dass die Muttererde angefangen hat zu schimmeln, zu stinken oder irgendwelche Krabbelviecher auf einmal da drin lebten. Nein, alles kein Problem. Und deswegen eigentlich eine gute Sache. Zum Beispiel auf einen wirklich mal durch das Grün, was durchscheint, habt ihr direkt das, was ihr eigentlich sehen wollt. Vernünftigen Erdboden. So wie es in der Natur auch ist. Ja, nachdem wir das alles schön haben in den Leim und dieser dann gut durchgetrocknet ist, also ich habe mir jetzt mal fast eine Nacht lang trocknen lassen, wird das Ganze abgesaugt und es geht los mit den Begrünen. Dafür benutze ich zum Beispiel einen RTS 35 KV.
Für den normalen Bereich ist der wirklich sehr gut ausreichend. Und von Miniatur oder Sylphlor geht es jetzt los mit 2 mm Grün. Um da erstmal eine Grundsubstanz hier zu schaffen. Was auch ganz wichtig ist, das können wir jetzt hier gerade gut sehen, nicht flächenmäßig den Kleber verteilen, sondern punktuell. Das mache ich jetzt so auf der ganzen Fläche. Also ich bin nur am Tupfen. Hintergrund ist der. Zum einen werde ich ja noch einen Spätherbst so gelb benutzen als zweite Farbe. Des Weiteren will ich ja auch, dass teilweise die Erde durchscheint, damit das Ganze nicht so wie ein Teppich aussieht. So, nachdem wir das dann auch wieder schön abgesaugt haben. Man kann alles immer schön mehrfach benutzen. Jetzt könnt ihr hier sehen, wie jetzt noch viel Erde zu sehen ist und nur stellenweise das Grün verteilt wurde. Ja, um sowas abzusaugen, ist natürlich heute, dank der heutigen Technik, ist eigentlich relativ einfach. Man benutzt einfach einen Staubsauger ohne Beutel und schon ist das Ganze kein Thema mehr. Man braucht keinen, wie früher, haben wir einen Damenstrumpf dafür genommen, um das zu filtern oder auch andere Materialien. Gott sei Dank nicht mehr möglich. Vielmehr nötig, nicht möglich. Ja. Jetzt haben wir schon die zweite Farbe aufgebracht. Und auch hier seht ihr jetzt noch sehr viel Erde. Aber schon einmal so dieses herbstliche Gelb mit dem Grün. Und jetzt ist mir eine ganz tolle Idee gekommen. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, wenn ihr so gerade am Landschaft machen seid, Maulwurfshügel zu machen? Einfach mal mit einzubauen. Das Schöne halt bei dem Kleber, den ich da jetzt benutze, das ist also der Kleber, den ich sowieso immer benutze, aber ich habe ihn in verschiedenen Konsistenzen. Einmal sehr flüssig zum Schottern und einmal eher dickflüssig. Das ist im Grunde genommen Isopropanol auf dem, der Kleber ist ja so eine kleine Tüte auf einen halben Liter. Dann ist er sehr dickflüssig, während er zum Schottern diese Tüte auf einen ganzen Liter Isopropanol aufgelöst wird. Ja, und hier bin ich jetzt dabei, einfach mal die Maulwurfshügel zu machen. Ja, wir sind schon wieder weiter. Der Film läuft ja auch wieder sehr schnell ab, damit das Ganze nicht so lange dauert. Und auch hier seht ihr, in diesem Bereich wird wieder erstmal die Muttererde verteilt. Nachdem die Muttererde trocken ist und auch das Grün trocken ist, seht ihr jetzt eigentlich die wirkliche Arbeit. Dazu habe ich jetzt hier mal jede Menge Bodendecker, Unkräuter, Büsche von verschiedensten Firmen. Das ist zum Beispiel MBR, Silhouette, Peter, vielmehr Martin Welling heißt er. Und auch Pollack, genau. Irgendwelche Büsche von Pollack sind auch noch dabei gewesen. Hier könnt ihr mal jetzt gerade so sehen, was da zum Beispiel bei ist.
Das nur eine Auswahl. Und wie gesagt, auch hier wieder diese Artikel sind alle selber gekauft. Da ist nichts von gespendet. Ja, nachdem ihr jetzt gesehen habt, was denn da so für Auswahl besteht. Also ich habe eigentlich immer genug im Haus, damit ich nicht über ein einheitliches Bild habe und auch mal variieren kann. Geht es eigentlich los, dass man sich von diesen Platten, hier so auf so einem Pappplatten sind ja diese Gräser und Unkräuter aufgebracht, ist ja auch im Grunde genommen mit Grasmaster draufgeschossen, aber halt in mehreren Schichten. Dadurch entstehen halt diese verschiedenen Höhen. Ja, zupft man sich, wie gesagt, einfach mal was von dieser Platte ab. Packt es in Uhu oder in irgendwelchen anderen Kleber. Und bringt es jetzt auf die noch freien Erdstellen auf. Aber auch hier, wie gesagt, ich werde nicht alle Erdstellen damit abdecken, weil ich finde es eigentlich ganz hübsch, wenn wirklich mal so ein bisschen Mutter Erde durchschaut. Ja, ihr seht schon, hier ist jetzt schon wesentlich mehr an Unkräutern aufgebracht. Ist also schon wirklich ein zeitwendiger Aufwand, aber das Ergebnis zählt. Und ja, man bastelt ja schließlich auch gerne, deswegen machen wir eigentlich dieses Hobby. Auch hier könnt ihr jetzt zum Beispiel sehen, im Bild zu sehen sind jetzt zwei verschiedene Platten. Insgesamt habe ich aber vier benutzt. Also außerhalb des Bildes sind noch andere Materialien. Und so bringen wir jetzt immer mehr auf diesen Bereich auf. Und wollen so eigentlich einen richtig schönen Wildwuchs darstellen. Ja, zwischendurch immer wieder die Kleberfäden, das ist halt der Nachteil bei Uhu. Er zieht ja doch leider sehr viel Fäden. Ja, nachdem wir jetzt die Unkräuter aufgebracht haben, schieße ich jetzt nochmal Grasfasern dazwischen. Allerdings diesmal, eben haben wir ja 2 mm, jetzt haben wir 4,5 mm. Auch wieder in beiden Farbvarianten. Hier jetzt erst das dunkle Grün und später nochmal das herbstliche Gelb, nachdem wieder zwischendurch abgesaugt wurde. Das ist dann mittlerweile geschehen und jetzt bringen wir noch Sträucher. Hier seht ihr jetzt gerade zwei verschiedene Varianten von MBR. Diese Büsche benutze ich eigentlich sehr gerne. Der Vorteil ist nämlich, es sind keine fertigen Büsche, sondern es sind eigentlich einzelne, ihr könnt das jetzt sehen, alles einzelne Fasern, die so einen einzelnen Ast im Grunde genommen darstellen, mit einer kleinen Verästelung. Die kann man schön auseinanderziehen. Das ist also auch erstmal so eine große Matte. Aber die ziehst du einfach auseinander, damit es buschiger wird. Du kannst verschiedene Farben miteinander kombinieren und man kriegt so schön verschiedene Farbeffekte dann wieder.
Ja, da habe ich jetzt noch gerade gemerkt, der Prellbock muss natürlich auch noch schnell aufs Gleis wieder, bevor ich da gleich lauter Büsche vorhabe. Wobei, so viele Büsche will ich jetzt gar nicht setzen. Und wie ihr seht, ich reiß mir einfach immer wieder was ab von dieser Matte. Zupft das dann wiederum auseinander, bevor ich es dann im unteren Bereich ja wieder bündel, um es dann in die vorbereiteten Löcher zu stecken. Die Wirkung von diesen Büschen, also ich finde sie wirklich wunderbar, gefällt mir eigentlich besser als so mancher fertige Busch. Also ich habe ja jetzt zum Beispiel mir auch mal von Wellberg Büsche geholt oder von Pollack. Und ja, diese Bodendecker von Wellberg finde ich super. Aber die Büsche, nein, muss ich sagen, gefallen mir die von MBR durch ihre Filigranität und das Buschwerk wesentlich besser. Aber auch natürlich werde ich trotzdem immer die anderen Hersteller benutzen und verarbeiten. Es kommt dann halt immer darauf an, ob sie im vorderen Bereich oder irgendwo weiter hinten stehen. Und das ist ja, wie gesagt, von jedem seinen Geschmack. Jeder muss selber entscheiden, was er da benutzt. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel einen Busch von einem anderen Hersteller. Ich glaube, das war jetzt Silhouette. Ja, nun haben wir das Buschwerk aufgebracht. Und dann gibt es halt von Modellszene einen tschechischen Hersteller, ist das, glaube ich. So schöne Ätzteile, Brennnesseln sowie auch Disteln. Die können ganz einfach mit einer guten Schere aus den Blechen rausgeschnitten werden. Und nachdem man dann die Blätter ein wenig vernünftig gebogen hat, setzt man diese mit ins Grün. Ist halt so ein kleines Gimmick. Man muss schon sehr genau hinschauen, aber wenn man es erstmal sieht, also ich finde das eigentlich immer ganz gut, dass das doch alles ein bisschen plastischer dann darstellt. Ihr seht, also ich benutze so also eine gute Nagelschere. Das ist wunderbar. Auch die können ganz normal eben mit U aufs Grün geklebt werden. So, jetzt seht ihr mal das fertige Ergebnis der Begrünung. Ich hoffe, es gefällt euch. Und damit sage ich dann auch schon Tschüss und lasse euch mit den Bildern allein. Das war dann heute Teil 4. Teil 5 wird dann eher so das Speditionsgelände sein, sobald das Gebäude dann von mir da wieder hingesetzt wird. Bis demnächst. Tschüss.